Herzlich willkommen zum Wort für den Tag. Ich möchte euch heute etwas über Hoffnung erzählen. Hoffnung macht aktiv. Ich sehe aber auch den Muntermacher Hoffnung. So möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Ich war 50 Jahre in der Gastronomie tätig und darum hat mich diese Geschichte auch so aufhorchen lassen. Zu Beginn der Corona-Pandemie stand ich mit offenem Mund da. Und ich habe mich gefragt, was passiert da jetzt? Und der Ausspruch folgte, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das sagte die ganze Welt. Dann hörte ich von dieser Begebenheit. Der Besitzer eines First-Class-Restaurants mit ausgezeichneten Mitarbeitern musste, wie viele andere auch, über Nacht aufgrund der Kontaktsperre für unbestimmte Zeit seinen Betrieb schließen. Er wollte aber seine Mitarbeiter behalten für die Zeit danach. Er hatte eine Idee. In seinem Bekanntenkreis gab es eine Freundin, die war Modedesignerin und Schneiderin. Es war akute Maskennot. Er fragte die Bekannte, ob sie seine Mitarbeiter schulen würde, wenn er sich um die Nähmaschinen kümmern würde. Sie sagte ihm zu, es zu versuchen. Er fragte dann während einer Betriebsbesprechung seine Leute, Köche, Kellner, Thekenhilfen, Azubis und machte sie mit seiner Idee vertraut. Sie waren total begeistert und stimmten zu. Er besorgte 16 Nähmaschinen, schaffte sie in seinem Restaurant unter Auflagen 16 Arbeitsplätze und los ging's mit einer Zuversicht, guter Stimmung und absoluter Hoffnung, dass sie damit die Krise überleben würden. Sie waren alle voller Tatendrang und produzierten 600 bis 800 Masken pro Tag und verdienten sich damit ihren Lebensunterhalt. Jetzt, nach Lockerung des Lockdowns, konnten sie sicher wieder ihr Restaurant öffnen und waren noch alle zusammen. Sie waren voller Zuversicht und ein Neustart würde gelingen. So etwas erhofft Gott auch von uns. In Gemeinschaft mit ihm zusammen zu bleiben und tätig zu sein voller Hoffnung und Vertrauen. Er hat uns Jesus geschickt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, haben ihn gekreuzigt und begraben. Er ist auferstanden, gen Himmel gefahren und hat uns, wie versprochen, den Heiligen Geist geschickt. Der Heilige Geist macht stark in der Hoffnung, dass wir aktiv werden können. Gott hat uns Gaben und Talente geschenkt. Wir müssen sie nur noch an uns entdecken, die wir voller Hoffnung und Tatkraft einsetzen können zur Freude Gottes. Wir können an vielen Stellen helfen, begleiten und Mut machen. Die Armen warten auf unsere Spenden. Ein Pfund Mehl, Eier, Kartoffeln, Brot oder sonst etwas, was wir entbehren können und spenden können. Wir können Gespräche per Telefon führen und Einsamen Mut und Hoffnung geben. Oder Briefe schreiben an Alte und Einsame in Pflegeheimen, die sich darüber gewiss freuen werden. Musik machen und Blumensträußchen verschenken und vieles, vieles mehr. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, um auch den Hoffnungslosen Mut zur Hoffnung zu machen. Der Heilige Geist gibt uns auf jeden Fall den Mut und die Kraft, wenn wir beten und bitten im Namen Jesu. Uns die Fähigkeit zu schenken, bewusst Hoffnung zu verbreiten. Gott wird uns hören und uns begleiten, dass wir die Hoffnung beflügeln. Gott ruft uns zu, fürchtet euch nicht, bleibt im Vertrauen auf mich und verliert die Hoffnung nicht, denn ich bin bei euch alle Tage. Amen. Seid bewahrt, behütet und bleibt gesund.